Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich hier die aktuelle Limited Edition der Glossy Box und zwar Abstraction. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich stelle auf diesem Kanal super viele monatliche Abo-Boxen, generell regulär erscheinende Abo-Boxen vor, aber auch so Special Editions und manchmal habe ich das Glück, so wie in diesem Fall, dass ich auch tatsächlich eine Box zugeschickt bekomme und ja, dann auch eine kleine Verlosung machen kann. Also, ne, falls du Bock drauf hast, ein bisschen mehr Unboxings zu sehen, kannst du gerne hier unten einmal kostenlos abonnieren. Ich zeige auch super viele Hauls oder halt so Schminkvideos und so, ne. Guck da einfach mal so ein bisschen durch meine ganzen Videos durch, ob der Content dir gefällt. Ich würde mich mega freuen, wenn du ein Teil meiner Community werden würdest, falls du es noch nicht bist. Genau. Und ja, dieses Mal haben wir hier eine Limited Edition Box. Die Glossy Box erscheint ja normalerweise monatlich, kostet ab 12,50 Euro. Und hier haben wir jetzt eine Limited Edition. Die kosten für Nicht-Abonnenten 45 Euro und für Abonnenten 35 Euro. Ja, da gibt es jetzt ein paar Besonderheiten. Es ist so, dass ich einen Code habe, der wird wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht genau, weil ich jetzt dieses Video ein bisschen vordrehe, ne? Aber der wird wahrscheinlich auch aktiviert werden auf diese Geschichte. Das heißt, Claudia Limited wird euch dann wahrscheinlich ermöglichen, dass ihr 10 oder 5 Euro als Nicht-Abonnent auf diese Box sparen könnt. Also falls ihr Bock habt, könnt ihr das gerne verwenden, ne? Und jo, ich habe zwei zugeschickt bekommen. Also hier ist die zweite in diesem formschönen Karton. Mensch, die kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, noch irgendwelche Sachen. Ab dem 3.6. um 10 Uhr ist nämlich der Presale-Verkaufsstart. Ich lade dieses Video sehr wahrscheinlich am 3.6. um 11 Uhr hoch. Also dementsprechend müsste dann ja ab 12 Uhr der normale Verkauf laufen. Verwirrung, ich sag's euch. Schaut da auf jeden Fall auf eurer Glossy Homepage vorbei. Ich habe euch das alles in der Infobox verlinkt. Wow, was ein Intro. 300 Euro Warenwert soll das Schätzelein haben. Und habe ich noch irgendwas? Nein, ich habe mir nämlich ein bisschen was aufgeschrieben eben. Und ja, wir gucken einfach mal rein. Ne? Wir haben einen ganz klassischen Glossy Box Karton. Das ist das Übliche, sage ich mal. Wir haben hier auch ein Booklet drin, was kein richtiges Booklet ist, weil wir haben hier hinten einen QR-Code draufstehen und den kann ich scannen. Ich gucke mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, weil Abstraction hört sich auch so abstrakte Kunst, klar, ne? Kennt man ja. So ein bisschen grafisches Design vielleicht und so. Weniger verblendet und mehr intensiv. Also bin ich sehr gespannt. Abstraction Limited Edition Box. Hey Glossy, herzlichen Glückwunsch. Mit dieser besonderen Box hast du einen echten Beauty-Schatz ergattert. In dieser limitierten Edition warten aufregende, ausgewählte Produkt-Must-Haves zum Entdecken, Verlieben oder Verschenken. Okay, alle Infos zum Inhalt deiner Box warten ab sofort in unserer digitalen Produktkarte, denn wir werden nachhaltiger und sparen so bis zu 10 Tonnen Papier. Das ist echt krass, dann zieht euch das mal rein. Scanne einfach den QR-Code auf diesem Flyer und genieße deine neuen Beauty-Lieblinge. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren, wünscht dir dein Glossybox-Team. Hier ist der QR-Code, ne? Kriegen wir hin. So, das sieht halt im Prinzip genauso aus wie eine Glossybox, nur deutlich praller gefüllt, ne? Weil das Format ist das gleiche. Ah, wir haben schon einen leichten Duft. Schon ein bisschen. Also es ist nicht nur Papier, was hier rauskommt. Ich würde schon sagen, dass was leicht Florales mit dabei ist. Ich weiß nicht, was Sammy mit seinem feinen Näschen dazu sagen würde, aber Mr. Wow ist eigentlich hart im Pennen gerade. Merkst du was? Ja, ich verlinke euch mal das Buch, was ich über Sammy geschrieben habe, in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei, ne? So, ich mache jetzt mal das Schleifchen auf und das Seidenpapier. Und dann gucken wir mal rein. Das Buch wäre nämlich eine schöne Urlaubslektüre. Nur mal so als kleiner Hinweis von mir, ganz uneigennützig und selbstverständlich. Hier haben wir den Blick in die Box und sehen die ganzen Produkte. Und es schreibt schon, also wegen dem ersten Produkt, was ich sehe, ruft das Ganze schon mal nach Sommer. Das finde ich schön. Das ist von Ultrasun nämlich ein Produkt, was echt riesig und schwer scheinbar ist. Ja, doch, ne? Professional Protection, Lichtschutzfaktor 20, Medium Protection, also eigentlich für mich persönlich ein bisschen zu wenig. Glimmer, Shimmering Sun Protection, Sensitive Skin, nicht pickelverursachend. Hier steht es auf Deutsch, genau. Sensible Haut, sehr schön. Und wasserfest, ohne Parfum. Aha, aber warum Glimmer? Wahrscheinlich, weil das so einen Schimmer hat. Wobei, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen für meine Beine.
meine Beine werden eh nicht wirklich braun. Da kommt auch kein Sonnenbrand dran. Und ich mag das sehr gerne, wenn ich so, wenn es wirklich endlich mal warm wird, ne? Und die Sonne dann so ein bisschen rauskommt und dann auf meine Beine scheint, dass ich da so einen leichten Schimmer halt drauf habe. Als hätte ich so eine Art pearly Strumpfhose an, wisst ihr? Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, wie gesagt, meine Beine werden eh nicht braun. Ja. So Strumpfhosen-Effekt finde ich ganz nice. Infrarot A und Blue Light. Okay, so schaut das Produkt nämlich ohne Verpackung aus. Ja, so zum Rauspumpen, das hält immer nur eine gewisse Zeit, deswegen mache ich das jetzt auch nicht auf, beziehungsweise breche das nicht an. 24 Monate, also 2 Jahre, ne? Und 150 Milliliter, Entschuldigung, ich habe da irgendwie ein Haar. Ah, oh, eben noch mit Sammy geschmust, könnte von Sammy sein. genau. Bei 150 Milliliter hast du da auch wirklich, also 2 Jahre lang, bis du es aufgebraucht hast, wenn du es wirklich so wie ich das jetzt denke, ne, nur an den Beinen aufbrauchen willst. Ich würde es jetzt zum Beispiel für mich persönlich nicht so Hals-Dekolleté-mäßig verwenden, weil da brauche ich schon ein bisschen mehr Lichtschutzfaktor, weil da ja, reagiert meine Haut schon ein bisschen mehr auf die Sonneneinstrahlung. Das heißt, da möchte ich die Haut auch schützen und man sieht auch die Alterung etwas mehr im Dekolleté-Bereich. Ne? Genau, vielleicht so on top nochmal, falls es funktionieren würde. Aber an und für sich ein schönes Produkt, ne? So, hier, das weiß ich, das hatten wir nämlich schon mal drin. Das ist sehr, sehr hochpreisig. Habe ich letztens einer Freundin geschenkt. Die hat sich erschrocken. Als sie dann gegoogelt hat, weil sie das, ne, sie fand die Creme ganz schön, hat dann gegoogelt, was die kostet und sagt, Alter, Claudia! Ja, Symbiosis London, HA und SB, also Hyaluronsäure und Shea Butter, Ultra Rich Regenerating Night Treatment. Da sind 50 Milliliter drin, das ist halt wirklich eine sehr reichhaltige Geschichte für die Nacht, ne? Halt wie eine Nachtcreme, nur halt wirklich reichhaltig. Für sensible und trockene Haut ganz gut geeignet, das hatte ich deswegen nämlich auch gegeben. Und ja, da kann man sich das einfach gönnen. Ob man das jetzt halt wegen sehr trockener Haut auch im Sommer verwendet oder dann eher im Winter, wenn die Haut noch trockener ist, ihr wisst, ne? Da ändert sich die Haut ja auch immer ein bisschen. Das muss man halt selber herausfinden, einfach ausprobieren. Aber das ist sehr, sehr teuer. Also da anhand dieser Produkte merkt man, okay, die Box ist schon vollgepackt mit hochwertigen Produkten. Kostet nicht wenig, ne? Nö, ist aber cool. Also jetzt haben wir was für den Körper, wir haben was fürs Gesicht. Jetzt habe ich hier dekorative Kosmetik. Josephine, da hatten wir auch schon mal Lippenprodukte und so mit in der Box. Auch hier wieder ein tierversuchsfreies Produkt, das ist auch noch vegan. Was bist du denn? Eyeliner. Ah, okay, das könnte dann... Meet Jolie ist die Farbe. Das könnte dann gegebenenfalls in mein Fullface Beauty Boxen für Juni mit reinwandern. Muss ich mal gucken. Ja, weil das sieht nach einem Produkt aus, was ich mag. Also nach einem Filz-Eyeliner. Wäre das jetzt so ein Stift gewesen, hätte ich das nicht so hart gefeiert. Yay! Ist das wirklich ein Filz-Eyeliner mit einer schönen, schmalen Spitze, ne? Das sieht schon mal sehr, sehr ansprechend, jedenfalls für mich aus. Das kommt ins Fullface Beauty Boxen mit rein. Das ist ein Videoformat, was ich halt monatlich drehe, ne? Und immer so zum Ende des Monats, wenn alle Beautyboxen bei mir eingetrudelt sind, nehme ich alle dekorativen Kosmetikprodukte da raus oder habe das schon im Vorfeld halt zur Seite gepackt, ne? Und mache ein Schminki. Und dann gucken wir mal, wie die Produkte so funktionieren. Das finde ich nämlich immer sehr wichtig, weil ich freue mich immer, wenn ich jetzt so ein Eyeliner-Vieh hier drin habe, ne? Ich könnte den jetzt auch swatchen und dann beim Swatch sagen, wow, guck mal, der malt schwarz. Sieht man aber auch. Aber viel wichtiger ist es, wenn ich ein richtiges Fullface schminke und das dann ja auch in Einsatz ist mit, also unter realen Umständen, ne? Dann soll er mal zeigen, was er kann. Da bin ich mal gespannt drauf. So, noch mehr dekorative Kosmetik. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal öfter drin. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt loswerden wollen. Das finde ich ein bisschen... beschwere ich mich jetzt mal so ein bisschen, ne? Weil ich glaube, zum dritten Mal habe ich das jetzt schon irgendwo mit dabei. Ist von Kryolan das Eyebrow Forming Gel. Also jede, die jetzt schon vielleicht ein paar Tage länger die Glossy Box im Abo hat und die ein oder andere Special Box auch mal sich gekauft hat, hatte das Produkt schon. Und dann finde ich das immer ein bisschen blöd, wenn man das dann halt nochmal bekommt. Weißt du wie? Das ist halt doof. Ja. Aber an sich ist es ein okayes Produkt, ne? Kryolan ist eigentlich so eine Marke, die halt Theaterschminke und sowas herstellen. Ich hatte das, wie gesagt, schon jetzt mehrfach im Test. Für mich persönlich ist es halt nicht haltbar genug. Ich habe, ja, nicht so super krasse Augenbrauen. Ich habe die mir mit meinem Grande Brow damals ziemlich gezüchtet, was ich jetzt nicht mehr nehmen kann, weil Hormone drin sind und ich ein Baby in meinem Bauch habe. Aber die Augenbrauenprodukte, wo ich halt wirklich mich drauf verlassen kann, ist einmal von Benefit, der 24 Hours Brow Setter und hier von Essence, das Lamination Brow Fixing Gel, was jetzt auch nicht mehr so voll ist.
gibt es ja auch mittlerweile im Standardsortiment sowas, ne? Und ja, das hier ist für mich persönlich nicht genug. Ich weiß, dass Nicole Nina Wien das zum Beispiel richtig gerne mag. Also manche mögen es halt wirklich gerne. Es kommt drauf an, wie halt so die eigene Haarstruktur ist. Bei mir funktioniert das nicht ganz so gut, leider. Na gut, so. Barborium haben wir ja auch noch mit am Start. Skinovage Age Preventing, das war ein Sneak Peek Produkt, ne? Das sehen wir nämlich öfters mal auf der Homepage. Eine Moisturizing Eye Cream, Hallöchen, Popöchen. Für die Augenpartie 15 ml. Das wird auch ein sehr hochwertiges Produkt sein, weil Barbour ist eine sehr bekannte, teure Marke. Und also im High-End-Pflegebereich einzuordnen. Aber ich muss sagen, das, was ich von Barbour bislang getestet habe, war auch wirklich gut. Also das ist ein Preis dann auch wirklich, es ist gerechtfertigt, ne? Manchmal hinterfragt man sowas ja ganz gerne. Und die müsste ich auch selber noch irgendwie im Backup haben. Und das ist bei mir sowieso, ne? Wenn ich halt Produkte hier in Boxen drin habe, die ich doppelt habe oder so, oder die halt nicht für meinen Hauttypen geeignet sind, sammle ich das ja immer und dann mache ich immer wieder Verlosungen. Jetzt in dem Fall hier habe ich ja eine komplette Box, die ich verlosen kann, aber ansonsten, wenn ich mal eine Schminkkooperation habe oder sowas, verlose ich halt eine selbst zusammengestellte Box irgendwie, ne? Genau. Aber eine Augencreme finde ich auch gut. Also auch hier schon wieder passt ganz gut zusammen, ne? Doch, doch, das passt wirklich. Wir haben jetzt nicht irgendwie was doppelt und dreifach. Dann habe ich hier so ein kleines Gedönsen. Kinder Beauty Kind Bronze. Ein Bronzer. 4 Gramm. Ist separat eingepackt. Da könnte es sein, weil von Kinder Beauty habe ich auch schon das ein oder andere, dass ich den schon habe. Wenn er so ein bisschen aussieht wie der Butter Bronzer von Physicians Formula. Ja, dann habe ich den schon. Blissful Bronze ist hier die Farbbezeichnung. Joa. Ne? Das ist diese Schätzelein. Der ist auch gar nicht mal so verkehrt. Finde ich auch cool, dass wir einen Bronzer drin haben. Passt auf jeden Fall. Der sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus. Und irgendwas krummelt. Ich glaube, mein Freund ist um renovieren. Okay. Ja, werde ich dann den aus meiner Sammlung nehmen. Auch das ist cruelty-free und vegan. Ich finde es aber ganz geil, dass wir den hier drin haben. Weil wir haben gar nicht so häufig Bronzer in den Beautyboxen drin enthalten. Und da freue ich mich halt immer wieder, wenn wir sowas halt drin enthalten haben, ne? Auch wenn wir den schon mal vor, ich würde jetzt mal ganz entspannt sagen, vor einem Jahr oder so, ne? Hatten wir den auch schon mal in der Glossybox mit drin enthalten. Ja, schreibt mir das gerne mal, falls ihr das noch wisst, wann der drin war. Aber an und für sich, wie gesagt, feiere ich es, dass hier überhaupt ein Bronzer drin enthalten ist. So, dann habe ich hier eine Marke drin enthalten und zwar ist es Hey Honey. Das hatte ich noch nicht. Ich hatte schon einiges von Hey Honey ausprobiert. Und ja, Good Morning Honey Silk Facial Serum All Day Nourishing. Also quasi, ja, nährend, ne? 10 ml. Und das sieht auch wirklich nach einem sehr, sehr nährenden Serum aus, weil das fast schon die Konsistenz von einer Creme oder einer Lotion hat, ne? Das sieht man richtig. Ansonsten habe ich meine Serien meistens sehr dünnflüssig oder sehr durchsichtig halt auch. Und hier sieht man, dass es dann doch etwas dicker sein wird. Luxurious Serum and Makeup Primer. Ach, guck an. Das heißt, dich kann ich auch als Primer verwenden. Zack, kommt ins Full Face Beauty Box mit rein. Läuft. Siehst du wohl. Ne? Sowas feiere ich tatsächlich. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das so performen wird. Weil hier steht drauf, All Skin Types. Und das ist gar nicht so leicht. Ne? Ich meine, für mich, All Day Nourishing ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil ich bin eine Trockenpflaume. Ich kann das sehr, sehr gut gebrauchen. Aber wenn das jemand verwendet, der jetzt irgendwie eine ölige Haut hat oder eine Mischhaut, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Reichhaltigkeit dann wirklich auch gut ist. Ne? Also schon ab und an für Feuchtigkeitspflege ist auch für ölige oder Mischhaut sehr, sehr wichtig, klar. Aber trotzdem. Jetzt habe ich hier noch 2 Produkte drin. Und zwar habe ich hier einmal von Naobei Detox Energizing Facial Mist Toner mit Aloe Vera, Apfel, Blaubeeren und grünem Tee. Ich liebe Toner und Toner zum Sprühen finde ich auch astrein. Wie viel haben wir denn hier drin? Was ist das denn? 50 ml. Ja, guck. Und Toner ist ja auch immer dafür da, um das Gesicht so ein bisschen nach der Reinigung drauf vorzubereiten, dass jetzt Pflege kommt, ne? Einfach um den pH-Wert so ein bisschen auszugleichen und ein bisschen das Gesicht zu beruhigen, zu chillen und dann geht die Party weiter. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich meine, gut, wir haben hier auch Parfüm mit drin, aber an allerletzter Stelle, ich glaube, das kann was werden. Ich muss jetzt sowieso auch immer auf Inhaltsstoffe achten, aber hier sind auch 98,49% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs drin. Läuft. Ja, ne? Kriegen wir auf jeden Fall hin. Finde ich geil. Also ich liebe Sprühtoner. Ich mache das auch total häufig.
dass ich dann Toner, die ich hier habe, in so Sprühflaschen umfülle. Also entweder, wenn ich schon so eine Flasche aufgebraucht habe, da reinfüllen, dann kann ich das halt sprühen. Oder ich habe halt auch so irgendwelche leeren Sprühflaschen. Mega. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt, was dann aber auch wahrscheinlich ein Highlight sein wird, weil es ist von Purelay und scheint dann halt so ein komplettes Schmuckset zu sein. Ich habe hier hinten drauf stehen, oh, Roségold. Das wird es wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Farben geben. 2202 MC Key Aloha Roségold. Wisst ihr Bescheid, ne? So heißt das Set. Und da bin ich jetzt mal, oh, gespannt drauf. Was ist das denn? Okay, also es ist so, Roségold, da habe ich ein Herzchen. Dann habe ich hier etwas, wo Key Aloha draufsteht. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich sowas mir um Hals oder wo auch immer hinhängen möchte, ne? Ist nett, aber schwierig, ne? Und das andere scheint dann wahrscheinlich ein Armkettchen zu sein. Man hat es ja manchmal, wenn man zum Beispiel Unbox Butterfly Nicole, die ist ja in diesem Mahina Club drin und stellt auch monatlich uns immer diese unterschiedlichen Schmucksets vor und so. Und die erzählt halt, ich gucke mir die immer an, ich finde das sehr interessant. Die erzählt halt auch, dass es irgendwie immer eine Kette gibt und dann entweder ein Armband oder Ohrringe mit dabei und so. Das finde ich schon cool. Ja, das hier unten ist einfach ein schlichtes Armkettchen und das hier oben ist dann die Kette. Finde ich wirklich cool. Doch. Und diese Glieder mag ich auch gerne leiden von der Kette. Also ich zeige das jetzt mal beim Armband, ne? Weil das irgendwie leichter zu zeigen sein wird, falls meine Kamera scharf stellt. Ich glaube schon, ne? Die sehen wirklich gut aus. Ne, also mir gefällt das. Ich finde es auch schön, dass es Roségold ist. Ich mache das halt auch so. Heute habe ich Silber, weil irgendwie hatte ich Bock drauf. Genau, weil ich hatte so ein bisschen roten Lidschatten und das hatte ich hier in diesem Ohrring drin und deswegen ist es silbernes Gedönsen geworden. Manchmal habe ich auch Roségold, manchmal habe ich Goldschmuck. Je nachdem, wie ich so Bock habe und was irgendwie so zum Outfit passt. Also ich finde die Kette an sich schön. Ich finde das mit dem Herzchen ein bisschen kitschig. Dieses Key Aloha würde ich persönlich abmachen, weil das einfach nichts für mich ist. Armbänder trage ich nicht. Schwierig, ne? Also da weiß ich jetzt nicht, ob das bei mir bleiben wird. Ich weiß auch nicht, ob es da unterschiedliche Sets gegeben hätte. Ich finde es per se ganz schön, dass es mit drin ist. Feier das jetzt aber nicht so ultimativ wie andere Sets, die wir schon mal in der Glossy Box oder so drin hatten, ne? Da hatten wir schon, oder in dem Adventskalender von Purelay, den ich ja auch immer wieder mir hole und dann auspacke. Yo, das war's jetzt hier von der Abstraction Limited Edition Glossy Box. Fanden wir das Ganze jetzt abstrakt? Ich weiß es nicht. Also für mich persönlich hat das jetzt nicht irgendwie diesen ultra abstrakten Gedanken gegeben, weil ich jetzt ja nicht irgendwie, gut, wir haben Eyeliner, genau. Ein Eyeliner ist hier drin, läuft total geil. Ich glaube ja ganz ehrlich, was ist hier los? Also, ein Eyeliner, mit dem man natürlich grafische Looks zeichnen kann. Dieses Eyebrow-Forming-Game, mit dem man sich auch die Augenbrauen irgendwie nach ganz oben kämmen könnte und dann hätte man einen fancy-pancy-Look. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum die Pflegeprodukte abstrakt wären. Grunzi. Läuft bei dir. Und ja, also ich muss einfach nur sagen... Slow Sammy. Ist cool bei dir? Mausi. Hä? Hä? Du hast gegrunzt. So geträumt, dass du ein Schweinchen bist? Du bist aber kein Schweinchen. Ist verrückt, der Hund. Also, nochmal, Fazit. Ich finde die Produkte richtig cool, die in der Box drin sind. Finde jetzt aber nicht unbedingt so eine mega Verbindung zum Motto. Schreibt mir gerne, wie ihr das seht und wie ihr das Motto jetzt interpretieren würdet. Ne? Ich finde die Produkte gut. Ich glaube auch, dass wir da einen recht hohen Wert drin haben. Und wenn man die für 35 Tacken sich kaufen würde, würde sich das natürlich allemal lohnen, weil du ja allein für dieses Purelay-Set, glaube ich, schon die 35 Euro rechnen würdest, ne? Also, wie gesagt, eure Kommentare, eure Meinung gerne in die Kommentare. Fände ich immer ganz cool, sich da auszutauschen. Und das war's jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!